Recht herzlich willkommen zur 40. Folge von Grand Age Medieval. So, Milos ist schon da. Dann gucken wir mal hier in der Stadt rein. Ja, das brauchen wir. Das wäre nett. Das brauchen wir auch. Turn ist nicht da. Wäre interessant. Hier gab es viele Punkte für... Ja, sonst, Getreide wird hier produziert, dann nehmen wir das noch mit. Die Steine werden hier auch produziert, nehmen wir mit. Der Rest ist schon dabei. Ja. Dann gehen wir mal nach Konstantinopel. Gucken, was wir da noch mitnehmen können. Nach hier unten ist ja auch noch Ursa. Gucken wir da noch rein. Da geht noch mehr von dem Honig. Wein hatten wir jetzt nicht bei, den können wir noch mitnehmen. Keramik war gefragt. Ja, Brot ist nicht hier. Achso, das können wir dann vollladen. Wahrscheinlich, ne, noch nicht mal. Schon dann gehen unterwegs. Wir rein. Gucken, dass wir Itzmir irgendwie hinkriegen. Das ist grün, wollte ich gerade sagen, aber ist schon weg. Gucken wir hier nochmal rein. Den Honig nehmen wir mit, das Fleisch kriegen wir auch noch rein. Die Hemden sind ja auch nicht verkehrt. 12 haben wir noch. Na, haben wir schon alles. Vielleicht gibt's für Salz noch was. Und dann runter nach Izmir. Mit Vergnügen. Gucken, wie viele Punkte wir noch haben. 35, okay, das ist knapp nur gesunken. Da gab es einen Punkt für. Für Salz gibt es nichts. 99 für den Honig. Oh, da gab es 4 Punkte für. Getreide gibt es nichts für. Das Eisen auch nicht. Haben sie noch Keramik? Haben sie nicht. Gibt es aber einen Punkt nur für. Kohle gab es 3 Punkte. Und Wein 1 Punkt. Und jetzt haben wir noch Steine. Gibt es nichts für. Ah, hier unten ist noch Hemden, ne? Haben wir noch einen Punkt für gekriegt. Das war jetzt nicht so dolle, ne? Sehr wohl. Können wir da loslaufen. Brot wäre nicht schlecht, wenn wir es irgendwo herkriegen, ne? Aber ich glaube, das ist hier auch nicht, ne? Nee. Das Fleisch können wir mitnehmen. Ja, das ist alles nix gerade. Lass uns mal hier nach Ala gehen. Gucken wir bei Ala vorbei. Wohl, umso weiter die Wege, umso schlechter die Geschichte, ne? Ja. Izmir friedlich übernehmen, das wird schon schwierig genug, ne? Ja, Honig. Das ging auch noch. Die machen ja Wolle, nehmen wir mal mit. Das Bier. Den haben wir schon. Und Holz ist auch, glaube ich, interessant. Nehmen wir das noch mit. Unten hatten wir noch Exquisit. Mystras. Ja. Gucken wir, was wir da mitnehmen können. Ja, den Honig gibt's hier, die Fische. Ich glaube, jetzt ist schon voll, oder was? Nee, eigentlich nicht. Hier werden Pelle gemacht, nehmen wir mit. Salz wird hier auch gemacht. Und Tuch und Fische. Dann sind wir voll. Und dann auch noch jetzt mehr. Hier müssen wir noch lang können, oder? Geht aber nicht. Haben wir ja mal versucht, ne, rüber zu gehen irgendwie hier. Aber kein Erfolg. Ja. Und schon dauert's länger, ne? Das heißt,
unsere Punkte fallen da ja auch wieder schneller runter, ne? Das ist das Schlechte daran, ne? Müssen wir mehrere Händler losschicken. Vielleicht sollten wir überhaupt einen anderen Händler dahin schicken, wenn das denn routenmäßig geht, ne? Ja, müssen wir gucken. Handel. Wir haben noch 4 Fleisch. Da hat es sogar einen Punkt für gegeben. Das Bier haben sie wohl selber. Gab aber trotzdem 2 Punkte. Felle produzieren sie hier selber. Gibt es nichts für. Salz hat es auch 2 Punkte für gegeben. Und jetzt kommt der Honig. 51. Und der Fisch hat sogar einen Punkt gegeben. Werkzeuge hat es auch was gegeben. Tuch auch einen Punkt. Wolle. Kein Punkt. Kohle hat 4 Punkte für gegeben. Okay. Alles abgeliefert? Ja. Mit auf geht's. Andere Route nach oben. Andere Klamotten holen. Obwohl, Blödsinn eigentlich, ne? Oder? Naja, nicht Blödsinn. Das. Den Fisch haben wir gerade abgeliefert, obwohl für den Fisch gab es auch was, ne? Ja. Komm, die Pelze nehmen wir auch noch mit. Die rauben wir jetzt hier gerade aus. Ne, Getreide hatte gar nichts gemacht. Konstantinopel einmal rein. Ja, den Honig mitnehmen. Bier. Früchte probieren wir mal. Den Wein wieder. Kohle. Ton auf jeden Fall. Die dazu nehmen wir auch noch mit. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz, aber ich gehe mal hier lieber nochmal hin. Ein bisschen Platz ist. 106 Stück. Okay, das ist doch noch was. Ich dachte, es wären nur 6. Dann gehen wir da gucken. Den Honig nehmen wir auf jeden Fall mit. Werkzeuge und Kohle. Und dann ist es schon durch, ne? Ja. Gut, dann runter mal jetzt mehr Punkte sammeln. 51 Euro waren das eben. Weiß auch gar nicht. 80% oder wie viel brauchen wir? Können wir gerade gucken, oder? Sympathie 80 und 95 Beliebtheit. Dann mal ein Prost Mahlzeit, ne? Dass sie beliebt hat, oder? Wir werden sehen. Nix. Bier auch nix. Felle auch nix. Honig. 3. Die Fische. Ja, können sie jetzt mit Tod schmeißen. Die Früchte auch. Produzieren sie übrigens selber hier. Werkzeuge. Bringt auch nichts mehr. Hemden. 61. Tuch. Nix. Keramik. 62. 2 Punkte. Die Wolle brachte nix. Kohle. 64. Und Wein. 65. Ja, Sachen, die sie haben, brauchen wir auch schon nicht mehr anliefern, ne? Also wir brauchen Honig. Wein. Kohle. Ton. Hemden. Und die unten 3. Sehr wohl. Mal gucken. So. Die 3 Sachen nehmen wir mit. Das war's dann auch schon. Da hatten wir letztes Mal genug mitgenommen. Haben die gar nichts gekriegt. Das ist nicht gut. Hier nochmal rein. Den Honig nehmen wir mit. Die Keramik nehmen wir mit. Den Wein nehmen wir mit. Das. Tja, und die anderen Sachen sind nicht da, oder? Braucht man nicht, ne? Ich glaube, Hemden mehr, Tuch, nein, ne? Die Metalle, die nehmen wir auch mit. Die gehen bestimmt auch. Mit Freude. Mit Freude. Wir können auch nochmal oben eigentlich gucken, aber gucken wir erst, was wir hier mitkriegen.
Werkzeuge, obwohl ich glaube, die waren auch schon durch. Kohle und der Wein. Mit Vergnügen. Gucken wir mal, ob es konstanter ist. Da können wir jetzt nur abliefern, ne? Die wollen mit uns nicht handeln, weil wir keinen Vertrag oder sowas haben wahrscheinlich. Das geht nicht. Das geht nicht. Gut, dann gehen wir nach Czernowitz. Gucken, was in Czernowitz noch gibt. Und dann gehen wir wieder runter, oder? Obwohl, Ton gibt es hier oben bei Krakau. Dann sollen wir vielleicht dahin gehen. Dann gehen wir erst dahin und dann dahin. Aber Krakau kann nur Ton gemacht haben, wenn es Kohle hatte. Und wahrscheinlich gibt es keine Kohle da. Müssen wir schauen. Ja, jetzt ist er gleich da, ne? Zähne, ist nix. Kohle, eine Kohle. Acht waren's, ne, das ist die Länder. Das war alle nix. Können wir stecken lassen. Exquisit. Gehen wir über Wissner. Gucken wir, was es im Wissner gibt, ne? Im Winter. So aus, oder? Ist Winter? Ist Winter. Wein gibt's nicht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das ist alle nix. Schon unterwegs. Czernowitz dann ansteuern. Da kurz reingeguckt. Dann sind wir schon von unseren 60% wahrscheinlich weit wieder runter, ne? Ist nicht. Davon 5. Die nehmen wir mit. Tja, Werkzeuge. Exquisit. Wilkie Press Waff. Gucken wir mal, das ist aber nicht, ne? So schnell ist er nicht. Irgendwann kommt er, da oben ist er, glaube ich, oder? Konstanter hat Kohldampf. Aber sie wollten ja nichts mit uns zu tun haben. Dann gibt's auch nichts zu essen. So, da kommt der Händler. Reingeschaut. Nehmen wir mit. Fisch haben wir, glaube ich, jetzt genug. Das noch, den nehmen wir auch mit. Werkzeuge waren genug da. Schon unterwegs. Über Konstantinopel und Bursa. Bursa hat man letztes Mal ausgeräubert, da war nix. Okay. Den Wein nehmen wir auf jeden Fall noch mit und die Kohle auch. Komm, das machen wir auch noch. Keramik auf jeden Fall. Weiß nicht, Tuch, das waren glaube ich Hemden, die wir brauchten, ne? Sehr wohl. Machen wir hier die Hemden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, die Hemden werden sogar hier gemacht. Dafür bräuchten wir aber Tuch. Tuch können wir jetzt wieder mitnehmen. Das lassen wir aber mal schön. Honig. Tuch lassen wir hier, damit die Hemden. Aber wofür, was verbrauchen die zur Hemdenproduktion? Ach, Felle brauchen die auch. Okay, Felle gibt's hier aber nicht, ne? Wir haben auch keine zufällig dabei, nein. Exquisit. Gut, dann nochmal runter. Dann haben wir den ja einen Bärendienst erwiesen. So, 60 haben wir tatsächlich noch. Hat nichts gebracht, der Prunk. So, der Honig hat 4 gebracht. Die Werkzeuge haben 1 gebracht. Die Hemden auch 1. Keramik 3. Ja, die Metalle machen sie hier auch selber. Das war also ein Fehlkauf. Das hat viel gebracht. Der Wein auch nochmal. Ja, Bärenfell. Nehmen wir alles mit. Mit Vergnügen. Das brauchen die, um Hemden zu machen. Dann kriegen die das, ne?
So, der Rest ist hier nicht interessant. Weiterlaufen. Und da müssen wir auch gucken, dass das andere 95 und 80% waren hat, ne? Das ist schon reichlich, ne? Also hier ist eine große Handelsstadt, das muss man einfach sagen, ne? Die nehmen wir auch noch mit und das auch noch. Ich glaube, das brauchen die auch da unten immer, ne? Sind wir da, ne? Komm, dann nehmen wir noch mit. Handel, den Honig und die Kohle. Die Werkzeuge nehmen wir auch mit. Das war's. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach Izmir, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.